Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Inner World. So, nur eine kleine Notfallaufnahme, weil in letzter Zeit durch die Nachtschichten habe ich noch echt keinen guten Plan, wie ich das alles sinnvoll lösen kann. So, und zwar, ich habe noch mal kurz, mal gucken, was hier so los war alles. Und zwar haben wir beim Schrof immer noch diese blöde, trockene Stelle. Ernsthaft? Ich dachte, kann ich das da ranmachen? Langsam ist es Verzweiflung, oder? Nee, gut, dann, Was soll das bringen? Pff, miese Verarbeitung. Die Spitze ist ganz stumpf. Das Holz ist brüchig. Und die Befiederung sieht aus wie eine Klobürste. Ha, dann. Hey, nicht kratzen! Kann ich denn... Keine gute Idee. Schade. Kann ich denn, ich weiß nicht so genau. Ich muss jetzt hier gerade nochmal alles abgucken und suchen. Hier war ja nichts mehr im Sumpf drin, ne? Kann ich damit nochmal da rumwursteln? Was soll das bringen? Ich weiß nicht. Zum Baumhaus nochmal hoch. Wit. Bitte was? Nein, nicht mit bloßen Händen. Ja, dann bordert das Ding mal wieder auseinander. Ja. Und jetzt rutscht doch mit den Haken darüber. Nein, das bringt nichts. Okay, dann rutscht doch mit dem Schilfrohr darüber. Ja, nein. Gut, dann schieß doch den Pfeil auf Robert. Keine gute Idee. Warum nicht? Kannst du noch eh nicht leiden. Windmönche. Ich hasse Windmönche. Ja, die hassen wir jetzt auch alle. Er ist zwar schwerhörig, aber warum sollte ich ihn reizen? Weiß nicht. Kann ich denn jetzt mit Robert was abklären? Halt durch, ich bin gleich bei dir. Hey, Laura, du kommst, um mich zu retten. Shh, nicht so laut. Willst du, dass der Verrückte uns abknallt? Genau. Laura, warum hängst du denn auf dem Kopf? Oh Mist, Flötennase, du musst durchhalten. Genau, Flötennase, halt durch. Genau. Netter Einfall, aber nett ist nicht gut genug. Schade. Gut, dann müssen wir nochmal runter. Laufen. Die arme Schreiameise, die tut mir so ein bisschen leid, muss ich sagen. Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Tu es doch einfach. Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Bla 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 bla. Schilfrohr mit Haken. Vielleicht hätten wir so rüberrutschen können. Na, das hört sich gerade nochmal. Aber ich wette, wir können erst rüberrutschen, wenn... Gutes Beispiel. Gut. Wenn wir den, wenn wir die alle davon überzeugt haben, nicht unsere urologischen Funktionstestungsgeräte zu fressen oder sonst irgendwas. Ein roter Knopf. Wenn ich drauf drücke, schießt diese seltsame Maschine einen Papierflieger in den Wald. Wie das so sagst. Ach, guck mal. Aha. Ein weiterer Papierflieger. Kollegen, ich stelle fest, diese Daten haben wir bereits erfasst. Ja, da kratzt sich mir auch gerade am Kinn. Ich muss den geheimen Ort suchen, auf den die Karte hinweist. Vielleicht finde ich dort meinen Vater. Das könnte sein. Nicht anfassen. Das ist das Resultat von jahrelanger Arbeit. Das ist ja echt bitter. Ja, es ist wohl... Jetzt ist Schlamm im Tank. Kannst du den denn da wieder rausschlammen?
Netter Einfall. Dreh doch das Maschinchen nochmal. Schwupps. Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hinein. Hat man das schon? Bestimmt. Ich sehe 1, 2, 3. Zwecklinien. Ein weiterer Papierflieger. Kollegen, ich stelle fest, diese Daten haben wir bereits erfasst. Erfasst. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Und der frisst es immer, ne? Blöde Schwurf. Das hat wohl nicht funktioniert. Nee, das hat wohl nicht funktioniert. Wir müssen immer irgendwie noch kurz ein Stückchen was überreden. Die Frage ist nur, wie. Wir quatschen mit dir nochmal. Ich muss dich nochmal was fragen. Muss das sein? Hey, das hier macht mir genauso wenig Spaß. Genau. Okay, den haben wir schon alles durchgefragt. Woher weißt du, wo all die Gegenstände versunken sind? Nur, da sitzt ja die ganze Zeit da bloß rum. Ist das schon ein denkwürdiges Ereignis? Plups. Also du sitzt hier und guckst den ganzen Tag in der Gegend herum? So wie sie es beschreiben, klingt das nicht gerade nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ich meinte nur, das hört sich echt langweilig an. Ich weiß. Ich eigentlich wissen wollte nochmal wegen denen sein Papierflieger, wollte ich nochmal kurz nachfragen. Moment. Hör auf damit. Du machst damit Forschungsergebnisse kaputt. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Ich unterstütze die Wissenschaft. Das tue ich wirklich. Aber ich kann einfach nicht anders. Warum isst du nicht irgendwas anderes? Sehen Sie irgendetwas Fliegendes in der Nähe? Ich könnte dich mit Steinen bewerfen. Ich denke, da passe ich. Mir reicht, ich gehe jetzt. Ach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knisternde Spannung zwischen uns nicht bemerkt habe? Wow. Mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Tatsächlich. So, vielleicht können wir uns ja, wenn wir das alles wieder zusammenknöpern, naja, vielleicht können wir uns ja dann eine Frucht vom Baum wieder runterhauen. Schauen wir mal. Der Zeigestock passt genau in das andere Ende vom Schilfrohr. Wahnsinn, dann steck's doch zusammen. Yay. Ja, jetzt. Haben wir hier vielleicht noch was drin? Zeig mal grad. Das Fluggerät scheint nicht mehr ganz flugfähig zu sein. Mhm. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Schade. Aussicht. Ach, hier gibt's gar keine. Schroff. Aus. Schild. Hier geht's nur mit Schildern. Naja. Nein, das bringt nichts. Nein, da hast du wohl recht. Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Ich bin echt ratlos, was ich jetzt hier noch groß weitermachen soll. Ich kenne mich ja nicht so sehr mit Hautkrankheiten aus. Aber das sieht aus, als sollte man etwas draufschmieren. Mach doch. Sieht trocken aus. Das fasse ich sicher nicht mit bloßen Händen an. Ach, dafür hast du das Stöckchen alles da. Blöd jetzt. Kann ich die Brille wieder mitnehmen? Die brauche ich nicht mehr. Schade. Das ist leider alles weg. Windkarte, Zelt. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwas drin. Ein Zelt? Diese Weicheier. Als ich das letzte Mal campen war, habe ich... Windkarte, bla bla, und es hat geregnet, das wissen wir. Nein, da drin riecht es komisch. Da gehe ich nicht rein. Okay, dann gib mir nochmal den Sattel. Ein Sattel auf einer Tonne? Wozu brauchst du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne. Hätte, hätte, hätte. Oh Gott, zeig mal. Das ganze Rohr ist von innen mit Honig verklebt.
Da ist noch Honig drin, aber mit bloßen Händen bekomme ich den da nicht raus. Mhm. Keine gute Idee. Schade. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja, ich verzweifle wirklich gerade. Nein, das bringt nichts. Igitt. Jetzt ist der Pfeil ganz verklebt. Igitt. Na, dann schmieren wir doch so mal den Schrof auf die Glatze. Komm. Glatze. Laufen. Und, was meinst du? Ich muss dich noch mal was fragen. Muss das sein? Hey, das hier macht mir genauso wenig Spaß. Ah. Und? Ja, juckt fast gar nicht mehr. Danke. Das bedeutet mir viel. Wie viel? Bitte? Na, bekomme ich was dafür? Meine Dankbarkeit. Super. Ich leg sie gleich in meinen Beutel. Ja. Mir reicht's, ich gehe jetzt. Ach, sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich... Ja, doch, die haben wir bemerkt und ihr ist zu schlecht, dass ich übergeben möchte. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen sputen. Jetzt hängen wir schon so lange hier im Wald rum. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller reden. Vielleicht können wir jetzt auf den Knopf drücken und dann wird das bestimmt nicht mehr fliegen. Dann frisst das Ding bestimmt nicht mehr. Hm? Seht ihr auch so. Und? Und? Ah! Das hat wohl nicht funktioniert. Gnarf. Ich hatte gerade eine ganz komische Idee. Wenn das klappt, dann weiß ich ja auch nicht. Schilfrohr mit Haken. Hier gab es ja nichts mehr, ne? Hier gab es ja bloß nur überall diese blöden Schilder. Ja, ja. Der Honig ist jetzt weg. Feuchte Stelle. Dann mach doch nochmal Honig drauf. Einmal Honig reicht. Jetzt kleben das doch mal daran. Hey, nicht kratzen! Hey, nicht kratzen! Keine gute Idee. Ernsthaft? So, wir haben jetzt da Honig dran. Können wir denn jetzt... Ach Mann, oh. Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Weiß ich nicht. Irgendwie muss ich doch das Ding hier hinstellen können, dass der sich irgendwas anderes angelt in der Zeit, wo hier das Flugzeug langfliegt. Die Frage ist, was... Ich muss dich... Nee, gibt's nichts Neues. Mir reicht. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Jawohl. Man kann durch dieses Moorwasser keine 2 Zentimeter gucken. Hä? Der Zeigest... Passt genau. Ja, dann kleb's doch mal genau daran. So, und jetzt da an die feuchte Stelle ran. Hey, nicht kratzen! Okay, so, so, das Schild und das ganze Zeug, die Trümmer. Gibt es hier noch irgendetwas, was ich mir angeln könnte? Nein, sie sollen in Ruhe Wiedersehen feiern. Okay, dann sollen sie das mal tun. Ich kann aber auch nicht irgendwie an so ein Flugzeug rankommen oder so, ne? Das ist doch kacki. Das
Sattel, Auslöser, Maschine, Tanköffnung. Ist jetzt sauber. Klasse. Können wir wieder was reinstecken? Ja. Doch nicht. Guck mal, ich muss mal hier spannen, was es hier noch alles so gibt und so, ne? Tanköffnung. Huch. Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Ja. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ach, schon lange. Das ist... Kann ich den Robot mit den Dingen jetzt runterholen? Nee, überhaupt nicht. Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Kann ich mir das Vieh wieder rausholen? Hä? Kann ich offensichtlich nicht. Ich kann gerade gar nichts. Na. Moment. Ha, speichern geht auch nicht. Warum auch? Da hat sie ein neues Zuhause gefunden. Jetzt geht's. Ich komme nicht ran. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Quatsch. Lock mir die mit Honig raus. Ja. Nein. Das ist doch doof. Wir brauchen irgendeinen Quatsch, für den seine scheiß Stelle da... Oh, was ist denn das? Ah, oh Gott. Die Viecher scheinen Honig zu lieben. Oh mein Gott. Wunderbar. Problem gelöst. Jetzt schießen wir doch mal den letzten Pfeil und vielleicht können wir dann endlich mal hier weitermachen oder so. Drück! Juhu! Juhu! Südwestwind. Linker Knick. Der letzte Messwert. Hier, es ist ganz deutlich. Es muss eine weitere Windquelle geben. Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Was haben wir nun für unglaubliche Möglichkeiten? Wir müssen einen Pakt schwören. Wir müssen die Karte in 4 Teile teilen. Warum 4? Na, einen Teil für dich, einen für mich, einen für Latz und einen für die Putzfrau. Erzählen wir's doch, Conroy. Er wird uns zu Obererologen ernennen. Ausgezeichnete Idee. Auf, meine getreuen Erologen. Lasst uns neue Meilensteine der Wissenschaft erklimmen. Ja, hört auf den Typen, der Honig in den Tank gekippt hat. Ihr habt eure Karte. Ach, was soll's. Zack. Hervorragend. Cool. Dann können wir den erst mitnehmen. Zack, siehst du. Wunderbar. Was lag denn unten gerade noch? Nix. Können wir den auch mitnehmen. Damit kann man nichts machen. Oh. So, wir betrachten. Wohin die Karte wohl führt? Ich hoffe, ich finde dort meinen Vater. Erst wenn ich Flötennase befreit habe. Das heißt nicht, dass ich ihn mag. Ich kann ihn nur nicht leiden. Vielleicht. Alles klar, das ist Logik. So, der frisst da noch seinen Honig. Wir gehen hoch zum Baumhaus. Schups, schups. Schups. Und jetzt können wir bestimmt... Kein Pferd in Sicht. Und eine eigene Tonne habe ich auch nicht. Ja, aber eine Wäscheleine.
Ha. Hui. Was hast du vor? Keine Angst, ich habe an alles gedacht. Du müsstest eigentlich den Sumpf treffen. Und wenn nicht? Gib dir Mühe. Und ansonsten triffst du zumindest den Boden. Aber was, wenn... Nicht reden. Zielen. Was war das für ein Geräusch? Du wirst schon noch reden. Ich habe Geduld. Ich habe seit 20 Jahren Geduld. Oh, ohne Mist. Sei nicht traurig. Du hast den Sumpf echt nur um 20 Zentimeter verfehlt. Naja, dafür habe ich ja den Felsbrocken getroffen. Zum Glück hat das Hornissennest deinen Sturz gebremst. Ja, aber ich hätte nicht versuchen sollen, mich an den Dornen festzuhalten. Ach schön. Gut, da haben wir das auch erledigt. Kapitel 2. Hey, wir sind da. Nach der Karte ist das der seltsame Ort. Windstill hier. Was ist hinter dieser Pforte? Finden wir es heraus. Genau. Oh, wir sind wieder in Roberts Haut, so wie es aussieht. Das war ja klar. Eine Schrofeline. Na super.